Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir spielen heute mal eine Runde angezockt mit dem Spiel Tannenberg. Es ist von denselben Machern wie Verdun, das vor einigen Jahren rauskam. Quasi Erster Weltkrieg, bloß das war an der Front von den Franzosen. Die Tannenberg ist jetzt mehr so die Schlacht Richtung Russland, die Ostgeschichte. Und ja, ich habe schon mal ein, zwei Runden gespielt. Die Menüführung, also es ist das Ganze noch ein Early Access. Im Steam Sale habe ich es jetzt gekauft. Ich weiß aber nicht mal den Preis im Steam Sale. Aktuell kostet es 18 Euro. Ist hauptsächlich ein Multiplayer-Spiel, ein Shooter quasi, wo zwei Armeen gegeneinander kämpfen. Mal dazu kommen wir gleich noch. Wir haben die Kosaken, wir haben die Deutschen. Wir haben, glaube ich, das sind Ungarn, Österreich, könnte das sein. Und das sind Rumänen. Und ihr seht auch schon an der Zahl, ich habe ja über die Deutschen, habe ich gerade mal 25 Minuten gespielt, die Kosaken, die Russen 51 Minuten und die anderen noch gar nicht. Gut, Waffen haben wir auch noch nicht viel freigeschaltet, aber auf die Medaille bin ich stolz. Ich habe die meisten Kopfschüsse in einem Match gemacht. Yes! So, Spiel suchen. Was suchen wir? Manöver. Ja, Deathmatch finde ich ein bisschen doof. Oder ich glaube, Deathmatch war jeder gegen jeden. Ja, nee, das mag ich nicht. Wir wollen schlachten. Wo gehen wir mal rein? Hier, Reserveinfanterie. Klingt deutsch, oder? Das haben wir frei. Als Schütze. Gehen wir mal rein. Ladezeiten waren eigentlich bisher immer recht flott. Wir sehen gerade oben rechts 38 von 64 Spieler. Ich glaube, der Rest wird dann einfach mit KI und... Oh ja, wir verlieren schon quasi. Wir müssen die verschiedenen Bereiche einnehmen, um halt zum Beispiel hier Artillerie zu bekommen. Und ja, wir kriegen hier gerade mächtig einen auf den Sack und das Match ist auch schon quasi vorbei. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen! Genau, machen wir uns mal die Hände schmutzig. Was war... Genau. Ja! Nach vorne! Ach ja. Es stellt sich die Frage, welche Uniform haben die Gegner? Weil hier muss man auf die Uniform achten. Sonst schießt man sehr schnell auf seine eigenen Leute und es gibt Minuspunkte. So wie jetzt Team Damage. Scheiße! Oh, das ist Sound, oder? Ui, da hat es uns erwischt. Scheiße. Also man braucht quasi nicht viel, um ja, man hält nicht viel aus. Einen Schuss habt ihr gesehen und dann lag ich. Ich würde gerne mal hier lang laufen. Holen wir uns mal die Artillerie. Zack, hier rüber. Zweitwaffe haben wir, glaube ich, gar nicht. Ah, der. Jo, der war. Ging auf mich. Schade. Man kann sich leider nicht zur Seite neigen und da war auch die Schlacht zu Ende. Ich habe gerade einen gesehen. Schade. Da hätte man, ja, uns auch quasi nicht mehr reinlassen sollen. Aber so ist das halt, das Spiel. Wir werden uns rächen! Ja, wir werden uns rächen. Ja, wir haben nichts geleistet. Sind die erst dazugekommen? Ja, komm, lass. Diese ganze Punktezählerei brauchen wir jetzt nicht. Suchen wir uns mal das nächste Manöver. Jetzt spielen. Einfach irgendwo rein. 1 von 64. Oh Gott, oh Gott. Ich hatte damals mal das Spiel mit einem Kollegen getestet. Mit dem Montro. Den kennt er ja auch. Und... Was ist das denn jetzt? Wir sind quasi alleine im Trupp. Das ist ein Trupp, bestehend aus 4 Soldaten. Und wenn man mit jemandem zusammenspielen will oder generell, muss man erstmal so einen Trupp erstellen. Ich glaube, das sind jetzt alles KI-Leute.
Na gut, machen wir jetzt ein KI-Match. Ah, ich bin Offizier oder sowas. Gefällt mir gar nicht mit dem Revolver. Okay. Was für Uniform haben wir? Ich bin quasi alleine. Blau, okay. Ja, ja, ja. Ach, da vorne ist gleich ein Punkt. Ich verstehe dich nicht. So, jetzt müssen wir quasi erstmal hier warten, den Punkt einnehmen. Was haben wir noch? Wir haben einen Säbel, der ist ganz gut. Und den Revolver. Meine Übersicht. Mittelmächte gegen... Ach, wir gehören zu den Mittelmächten. Ja, und auch wieder... Den nächsten Punkt. Na, hopp da. Können wir das... Da war einer. Ich habe ihn gesehen. Ihr auch? Hm. Aber es ist immer so, wenn ich eine MG habe, kommt aus der Richtung keine Sau. Ja, und mehr zum Zielen hat man noch gar nicht. Das ist wirklich Kim und Korn. Ist halt kein Shooter, wo alles aufblinkt, und das finde ich auch richtig gut so. Was? Headshot. Oh, nee, doch nicht. Scheiße. Lad nach, lad nach. Oh. Ist einer von mir? Ich weiß es gar nicht. Yes, haben wir auch. Butcher freigeschaltet. Ah, wie viele... Das war dein Fehler. Nachladen. Oh, es ist mein Fehler. Tot. Ja, ist KI, glaube ich, alles. Gut, KI... Ist jetzt nicht so meins. Komm, wir beenden das. Will I kill you? Ist jetzt nicht KI. Ja, machen wir doch mal weiter. Dann haben wir hier doch nicht. Das ist gar nicht bis jetzt bei mir. Wo ist der Feind? Ach, ich gehe Deckung erstmal. Jetzt sind wir gleich wieder tot. Meine Kameraden fallen hier wie die. Gibt's doch nicht. Lass doch mal schneller nach. Ey, wie lange lädst du nach, Junge? Oh, da ist jemand eine Granate. Wo sind sie? Ah, scheiße. Wir können uns leider nicht so zur Seite kippen. Das geht leider nicht. So, jetzt müssen wir mal schnell nachladen hier. Lädst du mal nach? Eins. Zwei. Ach, da muss er richtig wieder zurückschippen. Was ist das für ein Revolver? Wer lädt sich denn sowas aus? Aber krass, 8 Schuss im Revolver. Brauch ein Ziel für mein Revolverchen.
Okay, mit dem Revolver komme ich eigentlich ganz gut klar gerade. Aber ich muss dazu sagen, ich spiele noch zum Teil gegen KI. Da kommen jetzt Namen oben rechts, sehe ich nicht, wo ich nicht glaube, dass das, KI ist. Aber ich glaube, die sind alle auf meiner Seite. Bei mir? Oh, jetzt kriegen wir aber einen auf den Sack hier. Ich hätte gedacht, wir sterben hier schneller an der Front, aber wir halten uns irgendwie. Na, einen Schuss habe ich noch. Und wieder nachladen. Wir kommen hier nicht weiter. Wir kommen hier nicht weiter. Ich habe ja eigentlich eine gute Position, finde ich. Ah, laufen wir, laufen wir, laufen wir. Kannst du nicht beim Laufen nachladen, mein Freund? Ich würde die versuchen zu flankieren. Damit unsere KI-Kollegen da mal vielleicht ein bisschen mehr Luft haben. Gegenteil, jetzt machen wir einen Weg frei, ja? Ist der schon tot gewesen? Und wieder nachladen, uns geht langsam die Munition aus. Scheiße, 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 lad nach. Da ist einer. Gut, der ist Geschichte. Das gibt's nicht. Die Munition reicht ja gar nicht, ey. Scheiße, die nehmen unseren Punkt. Es ist zu spät. Lebt er noch? Scheiße. Ah, schon wieder keine Munition. Könnt ihr mir noch nicht erzählen? Kann man nicht zurückrennen? Ah. Da ist doch irgendwo ein Munitionssymbol hier. Ah, okay. Wir hätten die Position nicht verlassen sollen. Scheiße. Aber hier oben sehen wir ja auch, dass wir 4 von 6 möglichen Positionen haben. Ich würde sagen, wir lassen die Position mal sein und versuchen, hier hinten irgendwas zu reißen. Oder wir... Ich darf noch nicht. Wir folgen unseren Kollegen. Können wir hier die... Können wir hier schießen? Geht das? Nee. Also das Level-Design gefällt mir eigentlich ganz gut. Bis auf ein Trick irgendwie, der ganz fies ist. Man kann zum Teil sich hier auf die Bäume hochstellen. Quasi, hier geht es jetzt gerade nicht. Aber es gibt Bäume, die sind zu schräg.
Und dann kann man sich quasi oben im Dickicht verstecken. Und das ist in einer Multiplayer-Schlacht doch ein bisschen scheiße. Aber sonst finde ich so gut gemacht. So, aber wir müssen jetzt hier Punkte einnehmen. Oder zumindest die mal von hinten... Oh, in ihre Durche bringen. Was? Anfrage zum Rollenwechsel. Oh, okay. Was jetzt? Spielen wir den Feind. Okay. Dann machen wir die anderen. Das geht auch, wusste ich nicht. Ein Rollenwechsel. Die Knarre gefällt mir irgendwie besser. Auch 8 Schuss. Und wir haben eine Granate? Ne, ein... Oh, guck mal. Oh! Ich kann mal halt gucken. Granate G? Okay. Gut, fürs nächste Mal. Ich habe nur getestet. Sorry. Was los? Was steht hier so rum? Was? Ich weiß gar nicht, wer zu mir gehört und wer nicht. Ich schreie zu viel. Kann ich mal jetzt aufheben? Nee. Ein MG. Boah, aus der Richtung kommt nichts. Verdammt. Doch. Da war doch gerade einer. Der läuft doch bestimmt gleich weiter nach rechts. Ah, scheiße. Aus unserem Bereich raus. Das war getötet von, ja, einem anderen Gegenspieler. Okay, okay. Hat er nicht schlecht gemacht. Er hat unseren MG quasi umlaufen. Und jetzt ist er hier rechts. Unsere ganzen Kollegen versuchen jetzt auf die andere Seite zu kommen. Und verrecken. Verdammt, jetzt kommen wir da nicht mehr rein, weil er das spawnt. Ja gut, dann gehe ich darüber und komm, holen wir uns das Munitionslager. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, Freund oder Feind? Freund oder Feind? Das sind Kosaken, okay. Ah, der Schuss galt mir. Der war nicht Freund. Oh! Ich weiß nicht von wo. Nimm das! Scheiße. Lad nach. Oh, von oben. Ich schwören könnte, ich werde wieder beschossen, aber ich weiß nicht von wo. Schade, dass wir kein MG haben, was in die andere Richtung zeigt. Ah, die Mitte ist auch gerade am Wackeln.
Was ich noch cool finden würde, wenn man noch irgendwie andere Munition aufnehmen könnte. Oder eine andere Waffe oder eine Zweitwaffe. Am Konfiskat und Deposit der Munizie. Munizie! So. Ja, der Feind hat wieder die Mitte. Ist ja geil. Machen wir jetzt hier die Artillerie, was auch immer das ist. Ui. MG ist wieder in der falschen Richtung ausgelegt. Boah. Hinter mir? Hammer. Hammer kann auch nicht einfach jetzt so nachladen. Ist realistischer. Dann passiert auch mal sowas. Okay, da braucht er mehr mal Schuss. Wir nehmen den Punkt nicht ein, im Gegenteil, wir verlieren gerade den drüben den Punkt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Nicht weiter vorrücken. Das habe ich schon mal gehabt. Ich weiß nicht, was das ist. Sonst wäre man mich von unseren eigenen Männern beschossen. Oder von denen. Oh, Mensch, ist Kinder. Triff doch mal, Heinrich. Scheiße, wir werden gleich exekutiert. Ja, wir sind im feindlichen Gebiet. Ich muss zurück. Ist vorbei die Zeit? Mann, schießen die schlecht. Stirb! Also die Exekution haben wir überlebt, okay. Also die KI könnte ein bisschen besser sein. Okay, die kommen auf 2 Meter. Dann treffen sie. Oh, das Match geht noch so lang. Nee, komm. Egal wie gut wir sind, wie viel haben wir jetzt? 60 Abschüsse, ja klar. Nee, beenden wir mal das Spiel. Suchen wir nochmal eins mit mehreren Spielern. Spiel suchen. Manöver. Boah, nehmen wir halt auch Ostpreußisch. Ist mir gleich. Oder auch nicht. Warte mal, das ist voll, ne? Ah, als Feldwebel. Wieder mit Pistole. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen voller. Oder ist ein bisschen voller. Auch schon wieder mittendrin. Ja, also wie gesagt, diese Übersicht vom Match ist noch so ein bisschen... Oh, macht euch bereit zum Kampf! Sind kein Feldwebel? Gott mit uns! Ja. Wo ist der Feind? Ja, das war eine Granate, glaube ich. 3 auf einen Streich. Nicht schlecht. Ja, so einen Artilleriepunkt haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Hm. Ich würde sagen, wir greifen von da an in das Gebiet, was gerade wackelt. Wir sind umstellt! Erobert unsere Versorgungslinie zurück! Okay. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Star Wars Battlefront. Da hatte ich genau sowas. Gut gemacht! Wir haben den Feind umstellt! Dann würde ich sagen...
Laufen wir nochmal ins andere Gebiet. Da war ja einer mittendrin. Versuchen, den da rauszuboxen. F war Nahkampf. Okay. Wichtig, wichtig. Jetzt haben wir als Zweitwaffe ein Fernglas. Gewehr. Wir haben einen Beobachtungsposten erobert. Hurra! Der Feind hat uns umstellt! Kämpft euch frei! Jo, bin dabei. Ich suche noch Feindkontakt. Bisschen mehr im Wald laufen, das ist, glaube ich, besser. Jetzt verlassen wir das Gebiet, glaube ich, fast. Oh, da war einer. Wir haben eine wichtige Stellung des Feindes erobert. Aua. So, einen haben wir schon mal. Wir haben die Kontrolle über feindliche Munition erlangt. Haben wir den erwischt? Einer ist da noch irgendwo im Unterholz. Da, hab ihn gesehen. Habt ihr das Mündungsfeuer gesehen? Ich treffe ihn nicht. Jetzt haben wir ihn. Nachladen. Aber ich glaube, das war auch gerade ein KI-Spieler. Boah, schon wieder. Wo? Ey, wo? Willst du mich veräppeln? Ah, da war er. Da ist der Nächste. Hat sich gewirkt, ne? Ah! Oh, schön ins Gesicht. Schade. Nicht erwischt. Ah, hier können wir einfach nachladen. Oh, 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 oh. Nachladen ist schlecht. Ist er tot? Da nochmal schnell nach. Der weiß jetzt unsere Position, das heißt, wir müssen uns eh ein bisschen bewegen. Ah! Worden erwischt. Flugzeuge. Die nur zur Aufklärung da? Das weiß ich jetzt nicht. Oder wir haben den Feind umstellt! Dann gehen wir dahin. Schließen wir uns den Angriff an in die Mitte. Ah, da ist eine MG-Stellung. Wir haben eine feindliche Artilleriestellung erobert. Ah, da ist einer. Da glitscht jemand lang. Oh! Ich weiß nicht. Es gibt vier Spezialisten, wie gesagt, Feldwebel, schießt mich tot. Ob einer dann hier irgendwas auslösen kann in irgendeinem Gebiet, das weiß ich noch nicht. Dafür habe ich das Spiel auch noch zu wenig gespielt. Aber so vom Kriegsfeeling finde ich es gut. Oh, Munitionsbuch, cool. Warte mal, war das? Nee, ist ein Baumstamm.
Vizi oder wie du heißt. Lauf nicht weg. Ich habe Angst alleine. Da ist doch einer. Scheiße. War das einer von mir? Ich weiß es nicht. Oh ja. Ah, oh, Team Damage schon wieder. Unsere Kollegen sind in der Mitte. Wir rennen dazu. Freund oder Feind? Ich weiß es nicht. Gott, wir haben eine wichtige Stellung erobert. Ja, im Namen des Kaisers. Da fahren wir schon wieder gerade zum Granatenangriff. Nach vorne! Zeigt mir den Feind! Oh, schon wieder Team Damage! Ich will nicht auf meine schießen. Da scheinen alle noch meine zu sein hier. Im nächsten Waldabschnitt. Auf der Seite, dann müssten die Feinde sein. Ja, eindeutig. Aber. Jungs, steht mir nicht alle in den Weg. Da ist einer. Hab mich auch vielleicht geirrt. Wir haben die Kontrolle über eine feindliche Signalstation übernommen. Ich weiß es nicht, ob der jetzt bei mir ist oder nicht. Warum jetzt Rollenwechsel? Ach. Schlecht. Sehr schlecht. Battlestar Oats? Egal, komm. Dann holen wir uns von denen hier ins Punkt. Ist nämlich nicht leicht. Ist aber gut, dass es nicht leicht ist. Also leichte Shooter, am besten noch mit Zielhilfe oder noch mit Bling-Bling durch die Mauer gucken und all so ein Scheiß. Ich meine, für ein Singleplayer-Spiel ganz nett. Aber für so Multiplayer-Shooter hätte ich es doch gerne ein bisschen anstrengender. So. Laufen wir besser mal in den Graben lang. Ja, also wollte sagen, duck dich mal ein bisschen. Ach. Das meine? Ich treffe den nicht. Das war nicht meiner. Okay. Schnell hinterm Dixie-Klo verstecken. Da denkt keiner dran. Wer ist meiner? Los, los! Der war. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Einen Nahkampf gekillt. Ja, MG, Futter, das Futter. Füttert das MG. Kommt, 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 kommt. Scheiße, er kommt von da. Ah, ich muss nachladen. Bleib stehen. Ah, Mist, gegen Mikro gekommen. Nase juckt. Ach, Junge. Treffen.
Fahne. Dass wir den Punkt nicht länger gehalten haben. Mitte verlieren wir auch gerade wieder. Aber der Gegner hat fast... Wir haben eine wichtige Stellung des Feindes eingenommen. Ja. Okay. Ja, der Feind hat nicht mehr viele Punkte. Dann hat sich das gegessen. Okay. Dann müssen wir jetzt dieses MG flankieren. Oh. Ja, obwohl wir das Match von Anfang an nicht bestritten haben, wir waren siegreich. Ein großer und triumphaler Sieg für das Reich. Okay, wir hatten schon mal Kameraden, die nicht von der KI waren, außer der letzte vielleicht. Ja, komm, Punkte sind egal. Ich hätte gerne eine Gesamtpunktetabelle. Haben wir sowas? Lord Kane's War, das... Okay, wir waren doch in einem Match, wo weniger... Also ich könnte mir Roman, Dorov, das könnte KI sein, genau wie Ivan, Rubikov und die auch. Also wir haben schon gegen Leute gespielt, die gegen echte Menschen. Wie gesagt, die werden halt mit KI halt... Wenn zu wenig Menschen drin sind, dann kommen halt KI-Spieler rein. Es gibt, wie gesagt, 3 Kampfmodi. Das Ganze zurzeit für 18 Euro im Early Access hier, das Tannenberg-Spiel. Also es sieht gut aus, es macht Spaß. Was ich nur noch schade finde, ist mit dem Spielsuchen, wenn man gerade, sage ich mal, mit Freunden zusammenspielen möchte. Dann, wie war das? Option. War es doch Spielsuche, Manöver. Und da muss man einen Trupp erstellen quasi. Sich für eine Fraktion entscheiden. Und dann, wenn man einen erstellt hat, glaube ich, musste ein Kollege oder Freund, der musste eingeladen werden. Und dann war es immer so ein Ding, dass wir entweder in ein Match kamen, wo wir quasi gegen die KI gespielt haben dauerhaft. Und ja, das war jetzt nicht so cool. Zermürbung weiß ich gar nicht mehr. Gruppen-Deathmatch mit kompletten Arsenal. Irgendwas ging nicht so richtig. Aber wie gesagt, das ist alles noch Early Access. Ich weiß nicht, wie Verdun ist. Im Fertigstadium kann sein, dass es da besser läuft, dass das Menü da vielleicht auch überarbeitet ist. Aber wie gesagt, für 18 Euro kann man nicht viel falsch machen. Finde ich zumindest. Wenn man so auf historische Kriege steht, ohne Skins, ohne irgendwelche kunterbunten Klamotten, sondern einfach nur Krieg. Im Multiplayer-Spiel. Ganz nett eigentlich. Gut, ich hoffe, das Angezockt-Video hat euch gefallen. Informiert über das Spiel. Wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, die ich vielleicht vergessen habe, zu erläutern, dann ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like oder ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.